welcome to our online viewers. Und ich möchte auch gerne unsere Online-Zuschauer willkommen heißen. We are so happy that you are joining us as well. Und wir freuen uns so sehr, dass ihr auch dabei seid. And you will have a great time with us here. Und ihr werdet auch eine großartige Zeit mit uns haben. While we are getting into the Word. Wir werden in das Wort eintauchen. We are learning of the Spirit of God. Und wir werden lernen vom Geist Gottes. Drawing on the gift of God. Und wirklich von der Gabe Gottes ziehen. You are right with us. Und dann seid ihr auch mit uns Take dabei. Take your Bibles out. Nehmt eure Bibel raus. And be with us, okay? Und seid dabei. Yeah, is the red in here ready for that as well? Seid ihr auch bereit dafür? Yeah. Okay, I have quick information to the students. Ich habe noch ein paar Informationen für die Studenten. We will this weekend not be exact with our breaks. Also dieses Wochenende werden die Pausen nicht genau sein. We leave this a little bit up to Joe. Das lassen wir unserem Gastsprecher Joe. You know, because we want to give him the liberty to follow the Spirit and the leading of the Spirit. Denn wir wollen wirklich die Freiheit geben, dass er der Führung des Heiligen Geistes folgt. So, if you're used to your exact stops, then don't get nervous on your seat. Also, wenn okay? du deine Pausen genau getimed hast bisher, dann werd nicht nervös. Don't worry about the time. Mach dir da keine Sorgen um die Draw Zeit, on the gift, sondern ziehe an der Gabe receive from the Lord, und empfange vom Herrn and you will not even know how the time is passing. Und dann wirst du gar nicht mehr merken, wie schnell die Zeit verfliegt. Also, what you will not receive this weekend, und was du auch dieses Wochenende nicht bekommen you wirst, will not receive a printed out test. Und du wirst auch nicht deinen Test bekommen in Druckform. Okay, we will only email that to you. Das werden wir euch e-mailen. That would have been logistically too much das hassle, wären logistisch gemäß sehr viel Aufwand gewesen, because we were afraid that some of the alumni wanted to do a test again. Dann hätten wir sonst die Befürchtung gehabt, dass viele ehemalige, also Absolventen, auch den Test unbedingt machen wollen. And we didn't want to do that und extra das wollten work in wir the nicht office. Extra Arbeit zum Korrigieren haben. Oh, I'm just teasing Nein, a little bit. Okay, Spaß you get muss the sein. Point, okay? Good, I want to introduce our wonderful translator. Ich würde gerne unseren wunderbaren Übersetzer vorstellen. This is Pastor Michael Tamme. It's Pastor Michael Tamme. Pastor Michael Tamme. He is from Hamburg. Kommt aus Hamburg. He's one of our graduates. Auch unser Absolventen. He is a campus coordinator together with his wife auch in Hamburg. Auch ein Campus-Koordinator mit seiner Frau zusammen in Hamburg. And he's also our regional pastors gathering leader in the northern part of Germany. Und hilft mit der Regionalbereich Nord mit den Pastoren zusammen you zu kommen, know. Zu and treffen. I am so thankful that he does a translation. Und ich bin so froh, dass die Übersetzung machen wird. And it's not me. Und das bin ich. Because ich, I get to enjoy weil and das sit kann and learn. Ich das genießen. Wonderful. So, I hope you're all comfortable. Ich hoffe, ihr habt euch alle etwas bequem gemacht. You got your Bibles with you. Eure Bibeln mitgebracht. And ready to draw on the gift which God has placed in front of us. Und bereit seid, an der Gabe Gottes, die vor uns gestellt wird, zu ziehen. Most of you know who Joseph Morris is. Viele von euch kennen schon Joe Morris. He is actually the brother of Michel Grunewald. Und er ist der Bruder von Michel Grunewald. I'm not gonna go into deeper family. Also ich werde nicht in die tieferen out, Familiengeschichte einsteigen. But Joe is actually ministering to us since the beginning of Rema Germany. Aber Joe, der dient uns schon hier seit dem Anfängen von Rema Germany. So he has been here with all this development all these years. Das heißt, die ganze Entwicklung und Wachstum hat er mitbekommen. Many of you had him already as teacher. How many of the alumni Wer von euch ehemaligen hat ihn schon mal als Lehrer gehabt? Okay, I see several hands going. Einige Hände sehe ich. You know, you don't want to miss that. Das möchtest du nicht verpassen. If we ever have a chance to have him actually teach on the gifts of the Spirit, this is like wow for us. Und dann, wenn wir mal die Gelegenheit bekommen, dass er mal lehrt über die Gaben des Geistes, dann ist das toll für uns. You know, the Bible tells us that we should give honor to honor is due. Und die Bibel sagt uns, wir sollen Ehre geben, wem Ehre gebührt. And we give all the honor to the Lord. Und wir geben natürlich alle Ehre dem Herrn. But we are thankful for a ministry gift who has made themselves available to the Lord. Aber wir danken den Herrn für eine Dienstgabe, die sich bereitstellt dem Herrn. And I wouldn't know of anybody better to teach us on this subject. Und ich kenne wirklich niemanden besser, der das Thema uns lehren darf, könnte. Because you have somebody in the office of a prophet. Weil wenn du jemanden hast, der in dem Amt eines Propheten steht, who stands solidly on the truth of the word, und solide auf dem Wort Gottes steht, and who God is using regularly in the gifts, as we should be used as well regularly in the gifts. Und wirklich beständig in den Gaben des Geistes benutzt wird, wo wir auch es lernen sollen. But he has such a wonderful way of actually explaining to us and showing us on how we can learn to cooperate with the
with the Spirit. Aber eine wunderbare Art und Weise, das praktisch rüberzubringen, wie wir das auch lernen können, einfach mit dem Heiligen Geist zusammenzuwirken, zu arbeiten. So, please draw on the gift. Also bitte zieh an dieser Gabe. Expect great things. Erwarte große Dinge. And have your spiritual ears very wide open. Und wirklich hab deine geistlichen Ohren weit geöffnet. Because the Spirit of God will minister to you. Weil der Geist des Herrn wird dir dienen. He will not just give you knowledge of the truth from the Word. Er wird dir nicht nur Kenntnis über die Wahrheit des Wortes geben. He will give you insight. Sondern er wird dir auch wirklich Einblick geben und wirklich Veränderung wird stattfinden, wenn du dafür bereit bist. Warum? Der Heilige Geist ist ein Gentleman. He will not force it on you. Er wird dich das nicht aufzwingen. But when you're open, aber wenn du offen bist and you're soaking in like a sponge, und du nimmst es wirklich auf wie ein Schwamm, you will receive major things from him. Dann wirst du großartige Dinge von ihm bekommen. So are you ready, seid ihr bereit, für willkommen zu heißen, Bruder Joe? And it is all yours. Thank you, Mark. Thank you for being here. Good to be with you. Glad you're here. Yeah, I'm glad. Hallo. Schön. Good afternoon. Hallo. It's good to see you. Es ist schön, euch alle zu sehen. Hard to believe it's been 20 years. Es ist wirklich schwer zu glauben, dass es schon 20 Jahre her ist. You blink and 20 years have passed. Also man tut einmal Augenzwinkern und schon sind 20 Jahre vorbei. But you know, every single year that I come, aber jedes Jahr, wo ich komme, I'm impressed with the growth that happens. Bin ich wirklich erstaunt über den Wachstum, der stattfindet. I was blown away 2 years ago. Vor 2 Jahren hat mich das umgehauen. The students just keep getting better and better and better. Dass die Studenten besser und besser und besser werden. The destiny that's on your lives gets more and more clear. Die Bestimmungen werden immer klarer. Pretty amazing, God raised you up in the last days. Und es ist erstaunlich, dass der Herr euch für diese letzten Tage aufbewahrt hat. To be voices and witnesses. Um Stimmen und Zeugen zu sein. Of Jesus of Nazareth. Jesus von Nazareth. This is the hour. Das ist die Stunde. For him to be glorified. Dass er verherrlicht wird. This is the hour. Das ist die Stunde. For Jesus to be exalted. Dass Jesus verherrlicht wird. How wild to be a part of that in the last day church. Wie wild ist das, dass man da Teil der letzten Tage der Gemeinde sein that darf? That he's trained you. Die dich trainiert hat. He's equipped you. Er hat dich ausgebildet. And then he sends you out. Und jetzt tut er dich aussenden. I mean, the flavor of Rhema. Dieser Geschmack von Rhema. We don't just find out what happened when Jesus was raised from the dead. Wir finden ja nicht nur raus, was passiert ist, als Jesus von den Toten auferstanden ist. It seems like it gets stamped in your heart. Das ist so, als wenn man das wirklich so auf einen Stempel auf dein Herz macht. We have to go and do something with the message. Und wir müssen jetzt hinausgehen, was mit dieser Botschaft machen. So you feel all of that destiny in this room. Und du fühlst diese Bestimmung in diesem Raum. We're living very close to the coming of the Lord. Und wir sind sehr nah an der Wiederkunft des Herrn. The events that are happening all around us point to his return. Weil die ganzen Zeichen, die um uns herum passieren, tun auf diesen Tag hin zeigen. So there has to be an acceleration mentality in all of our lives. Das heißt, unsere Mentalität muss sein, wir müssen einen Gang zulegen. We call it urgency sometimes. Manchmal nennen wir das sozusagen ein Drängen. And I know every one of you have a bizarre story. Und ich weiß, jeder von euch hatte wirklich eine bizarre Geschichte. Of maybe the opposition you had coming to school. Wahrscheinlich der Widerstand gegen dich, um überhaupt in die Schule zu kommen. But there's something about making the connection. Aber da ist etwas, wenn du diese Verbindung hergestellt hast. I call it maybe your taproot of Rhema. A taproot of what Rhema is. Also vielleicht so ein bisschen, was ist denn so die Wurzel von Rhema? Like Michelle and I went and heard Kenneth Hagin in 1970. Michelle und ich haben Kenneth Hagin 1970 gehört. And the older you get, und so älter du wirst, you're so appreciative of Brother Hagin's life and ministry. Dann wirst du immer dankbarer für das Leben und den Dienst von Bruder Hagin. Being a stickler for the word. Dass er wirklich immer am Wort treu geblieben ist. No flash, no fanfare. Und auch kein großes Lichtgewitter oder Blitze oder just sowing the word, sowing the word, sowing the word. Show, sondern einfach nur Samen sehen des Wortes Gottes. We all are different because of that. Und aufgrund dessen sind wir alle heute anders. So aren't we blessed? Sind wir nicht gesegnet? To be a part of this group, ein Teil dieser Gruppe zu sein, that God's raised up right before the coming of the Lord, die wirklich Gott vorbereitet hat vor der Wiederkunft des Herrn, to demonstrate that Jesus came out of the grave, zu demonstrieren, dass Jesus wahrhaftig aus dem Grab auferstanden ist. So in all these classes we're going to get into gifts of the Spirit. Und in dieser Klasse werden wir uns darüber sprechen, über die Gaben des Geistes. We're going to get into the moving of the Holy Spirit. Und hineingehen, wie der Heilige Geist dich bewegt. And we'll see how normal he is. Um zu sehen, wie normal er ist. He's Jesus made manifest in the earth today. Und er ist für uns Jesus manifestiert heute auf der Erde. We'll break down all the different things about how he moves. Und wir werden uns anschauen, wie er wirkt.
But I know this one thing that happens. Aber eins weiß ich hier, das passiert. When the Holy Spirit is flowing through all of us. Wenn der Heilige Geist durch uns alle fließt. The earth gets to see a different facet of Jesus. Dann wird die Erde wirklich eine andere Facette von Jesus wiedersehen. The earth's not looking for religion. Weißt du, die Erde sucht keine Religion mehr. Not looking for tradition. Nach Tradition. Looking for Jesus. Sondern nach Jesus. So I know the Holy Ghost will show us things in these classes. Das heißt, ich weiß, der Heilige Geist wird uns Dinge zeigen in diesen Klassen. He'll reveal Jesus to us in a whole new way. Und er wird uns Jesus neu offenbaren auf eine neue Art und Weise. There's something about seeing Jesus. Und das ist etwas Besonderes, wenn man Jesus sieht. We'll see him high and lifted up. Wir werden sehen, wie er hoch erhoben ist. With his train filling the temple. Und wie wirklich seine Gegenwart den Tempel erfüllt. Look for the Lord to instruct you and guide you this year. Und wirklich schaue darauf aus, dass der Herr dich führt und leitet dieses Jahr. I hear these words come to me, a renewal of assignment. Und ich höre gerade diese Worte, die zu mir kommen, eine Erneuerung des Auftrages. In the next few hours as we get into all these verses. Und die nächsten Stunden, wo wir in viele Verse eintauchen. Let him bring you a renewal of what he told you to do. Lass zu, dass er dir eine Erneuerung gibt dessen, was du tun sollst. With that call and with that demand. Und mit dieser Berufung und dieser wirklich Bestimmung. There'll be a renewal of grace. Da wird auch eine Erneuerung der Gnade sein. A renewal of presence. Erneuerung der Gegenwart. A renewal of boldness. Eine Erneuerung des Mutes. You'll find yourself functioning in a whole new level. Und du wirst sehen, wie du wirklich in einer anderen Art und Weise wieder vorwärts geht. It's not weird or strange, es ist nicht komisch, but it is supernatural. Aber übernatürlich. We sometimes miss how supernatural it is. Manchmal verpassen wir, wie übernatürlich etwas ist. Looking for flash. Weil wir etwas nach etwas Großem Ausschau halten. And that's why you have Brother Grunewald there. Und deshalb haben wir auch unseren Bruder Grunewald dort. Let him do all the flash. Weil er für den ganzen Show immer zuständig ist. We'll just stick to the word. Amen. Und wir bleiben einfach beim Wort. I wish Colleen was with me. Ich wünschte, Colleen wäre bei mir. She's back in Tulsa. Sie ist in Tulsa. She sends her greetings. Sie begrüßt euch von dort. So blessed to be with you. Und ich freue mich sehr, bei euch sein zu dürfen. By the time we're done with all the classes, wenn wir die ganze Klasse hinter uns haben, we'll have a cooperation mentality with heaven. Werden wir am Ende eine Mentalität haben des Zusammenarbeitens mit dem Himmel. So our mindset is. Das heißt, unser Sinn heute ist. Everywhere we go, wo immer wir hingehen, he can pour out of us. Kann er dann durch uns fließen. I believe you're writing your own chapter of the book of Acts. Und ich glaube, du bist dabei, in deinem eigenen Leben dein Kapitel in der Apostelgeschichte zu schreiben. You're writing your resume for what you'll be doing during the millennium. Und du wirst aufschreiben gerade dein Resümee über was du in der im tausendjährigen Reich tun wirst. It's amazing that you are the previews. Und es ist interessant, ihr seid die Vorschau for the millennial reign of Christ. Für die tausendjährige Herrschaft Jesus. Jesus even told his disciples. Weißt du, Jesus hat ja seinen Jüngern selbst gesagt. You tell them when you get near them. Du sagst ihnen, wenn ihr nah an ihnen seid, that the kingdom of God's come nigh, dass das Königreich Gottes ihnen nahe gekommen ist. So we have a wonderful job. Das heißt, wir haben eine wunderbare Arbeit zu erledigen. To finish off what they started. Das zu beenden, was sie begonnen haben. And as we see the finish line, und wenn wir dann die Zielgerade oder das Ziel für uns sehen, we run faster, not slower. Dass wir nicht langsamer werden, sondern schneller. Whatever heaven's given you to do. Was immer der Himmel dir als Auftrag gegeben hat. This is the season to pick up those anointing, those mantles. Und das ist wirklich die Saison, in der man diese Mäntel und diese Salbung aufnimmt. Pick up those calls. Die Berufungen. You know, that whole mentality of an apostle to build and to plant. Die Mentalität eines Apostels, etwas zu pflanzen, zu bauen. Just as in the early church, they all had that on them. So wie in der frühen Gemeinde sie alle das auf sich hatten. The church age will finish the exact same way. Wird so auch die Kirchengeschichte, Gemeindezeit zu Ende gehen. We're to build and plant and to expand. Zu bauen, zu pflanzen, zu expandieren. 2019 is a year of expansion. 2019 Jahr des erweiterns. In every area of your life. In jedem Bereich deines Lebens. Spiritually. Geistlich. Physically. Körperlich. I've been expanding physically lately. Ich habe körperlich definitiv sehr viel Ausweitung gehabt. No, but when it comes to buildings. Aber wenn es Gebäude geht. And doing different things. Und Dinge zu tun. The Lord will help you. Wird der Herr dabei helfen. So let's pray and we'll get right into the word. Und lass uns beten, dann kommen wir gleich ins Wort einsteigen. Father, we thank you for your word today. Vater, wir danken für dein Wort heute. We thank you for this season. Wir danken dir für diese Zeit, in der wir sind. Just before the coming of the Lord. Gleich vor der Wiederkunft des Herrn. We thank you for activities of the Holy Ghost. Wir danken dir für Aktivitäten des Heiligen Geistes. Demonstrations of the resurrection. Demonstrationen der Auferstehung. Father, help us in this hour. Und Vater, hilf uns in dieser Stunde. Show forth that Jesus came out of the grave. Zeig uns, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Lord, we're in
awe that you let yourself die for us. Und Herr, wir sind einfach wirklich erstaunt, dass du für uns gestorben bist. We're amazed that you let yourself be beaten for us. Erstaunt, dass du für uns geschlagen worden bist. So Father, all of us in this room. Also Himmelschacher, für alle, die im Raum sind. The commission that we have. Der Auftrag, den wir haben. To get this message out. Diese Botschaft hinauszubringen. We thank you for divine assistance. Wir danken dir für göttliche Hilfe. Just like in the book of Acts. So wie in der Apostelgeschichte. So we expect great things, Father. Wir erwarten großartige Dinge, Vater. In all of our ministries. In all unseren Diensten. All of our households. In all unseren Haushalten. Our children. Unseren Kindern. Everything. Alles, that we set our hand to, was wir unsere Hände zu tun, would prosper. Wird gesegnet sein. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Grab your Bibles. Nimm mal deine Bibel. Turn with me, if you would, to the Gospel of John. Wir fangen mal an im Johannesevangelium. As we get into the beginning of gifts of the Spirit, und wenn wir anfangen einzusteigen in die Geisteswirkungen, Gaben des Geistes, you can look at the book of Acts, dann kannst du auch die Apostelgeschichte dir anschauen, and all through the book of Acts, und durch die ganze Apostelgeschichte hindurch, you see the Holy Ghost assisting the early church. Siehst du, wie der Heilige Geist unterstützt die frühe Gemeinde. You see Jesus appearing to Ananias. Du siehst, wie Jesus Ananias ihm erscheint. You see an angel appearing to Cornelius. Du siehst, wie ein Engel Cornelius erscheint. You see an angel appearing to Philip. Wie ein Engel dem Philipp erscheint. Just a divine assistance. Einfach wirklich göttliche Unterstützung. To get the message out in a shorter period of time. Die Botschaft in einer kürzeren Zeit rauszukriegen. So for us, also für uns, we have to be well versed in the moving of the Holy Spirit. Müssen wir lernen, also uns gut bewegen zu können, wie der Heilige Geist wirkt. He can do more in a shorter period of time. Weil er kann wirklich in kürzerer Zeit mehr tun. Than we can with all of our works. Als wir mit unseren ganzen eigenen Werken. God can come in and do it just like that. Gott kann reinkommen und etwas so schnell machen. So we don't want to labor in vain. Das heißt, wir wollen nicht einfach umsonst arbeiten. I don't mind laboring. Also ich meine nicht arbeiten. But I want heaven's assistance while I'm laboring. Dass wir nicht arbeiten, sondern während ich arbeite, möchte ich die göttliche Unterstützung haben. And what we'll see right here before the rapture of the church. Was wir sehen werden gleich vor der Entrückung der Gemeinde. Radical demonstrations of the Holy Ghost. Wirklich radikale Manifestationen des Heiligen Geistes. Special faith, working of miracles. Besonderer Glaube, Wunderwirkungen. Gifts of healings. Gaben der Heilungen. Just operations from heaven. Einfach Operationen, Wirkungen vom Himmel. And it will all be pointing to the goodness of the Lord. Und es wird alles immer zeigen auf die Güte des Herrn. We're going to be shocked how we'll get to see how good He is. Und einfach schockiert sein, aber wie gut wirklich ist. So the thread I want you to think of the whole time we're going through the gifts of the Spirit. Und weißt du, dieses Muster, den Faden, den du wirklich verfolgen kannst während der ganzen Zeit. Is how much the Lord wants to show people how much He loves them. Über die Gaben des Heiligen Geistes zu sehen, wie sehr Gott eigentlich Menschen liebt. Everything about the gifts of the Spirit we'll get into. Alle die Gaben des Geistes, die wir uns anschauen werden, it's a radical display ist dann wirklich eine radikale Aufzeigen of his goodness. Der Güte Gottes. Goodness will be displayed. Die Güte wird uns aufgezeigt. Mercy werden. Will be displayed. Barmherzigkeit. Facets of Jesus will be displayed. Wirklich verschiedene Facetten, die wir sehen können von Jesus. Everything will point to him. Und alles wird immer auf ihn zeigen. We know the Holy Spirit's job. Wir wissen, die Aufgabe des Heiligen Geistes is to be the Spirit of truth. Ist der Geist der Wahrheit zu sein. We know he's our comforter, he's our guide. Er ist unser Tröster, er zeigt uns Dinge. But he loves to show off what Jesus did 2000 years ago. Und er liebt es aber auch wirklich zu zeigen, was Jesus bereits vor 2000 Jahren getan hat. He loves to honor the Son. Er liebt es, den Sohn zu ehren. So we happen to be living, das heißt, wir leben when the Son is to be honored. In der Zeit, wo der Sohn geehrt werden soll. We call it the book of Revelation. Wir nennen das auch das Buch der Offenbarung. Eventually he'll be revealed to the earth as king. Und wird dann am Ende der Welt als König offenbart. But you are the forerunners of that. Aber ihr seid die Vorläufer dessen. You're to let the earth see what Jesus is like. Ihr sollt der Erde zeigen, wie Jesus aussieht. Before he comes back, bevor wiederkommt, what flavor do you give the earth? Was für eine Zutat gibst du der Erde? What flavor of Jesus do they get to see? Was für einen Geschmack von Jesus bekommen sie? Is it this real narrow-minded Jesus? Ist es dieses engstirnige? Or is it extreme goodness? Oder ist es extreme Güte? I was preaching in a church in Hartford, Connecticut years ago. Vor ein paar Jahren habe ich in einer Gemeinde in Hartford, Connecticut gepredigt. Pastor's a Rhema graduate. Und der Pastor ist ein Rhema Absolvent. I was preaching on end times. I was going real fast. Habe über die Endzeit gepredigt und wirklich schnell. I had some words of knowledge at the end. Wort der Erkenntnis am Ende. I had one that someone had damage in their thyroid. Und da hatte ich etwas so ein Wort, dass jemand in seinem
Schilddrüse ein Problem hat. And that they wanted to put a needle in their thyroid to make it come alive. Und dass ein sozusagen Nadel in seine Schilddrüse macht, damit es lebendig wird. And that their back was healed. Oder dass ihr Rücken geheilt wird. I didn't even have them come down. Ich habe nicht mal die nach vorne gerufen. Just start calling things out. Hab die nur ausgerufen, diese Dinge. Words of knowledge. Wort der Erkenntnis. Mercy of God. Einfach die Barmherzigkeit Gottes. So I called them out. Also habe ich sie ausgerufen. This man comes walking up to me afterwards. Dann kam dieser Mann zu mir nach dem Treffen. He goes, hey, I'm the guy with the throat problem. Hey, ich bin der mit diesem Schilddrüsenproblem. The guy with the back problem too. Und der auch mit dem Rückenproblem. He goes, it's amazing, it's gone. Es ist alles weg. And it just freaks me out. Und das, ich bin jetzt einfach perplex. So, well, Jesus died for you, that's awesome. Weißt du, Jesus für dich gestorben, großartig. He redeemed you, it's good to get to enjoy it. Er hat dich wiederhergestellt, ist großartig, dass man das genießen kann. So the next night, his girlfriend comes walking up to me. Am nächsten Abend kommt dann seine Freundin zu mir. And she said, you don't understand about my boyfriend last night. Du weißt nicht, was wirklich meinem Freund gestern Abend passiert ist. The whole time I was preaching. Die ganze Zeit, während du gepredigt hast. He said about me. Hat er über mich gesagt. He's a con man, he's a con man, he's a con man. Er ist ein Betrüger. So he doesn't like me. Also er mag. Doesn't like my preaching. Er mochte mich eigentlich nicht. Er sagte über mich, ich bin Betrüger. Er mochte mein Predigen nicht, mich nicht. Still gets healed. Und trotzdem wird er geheilt. The mercy of God. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. The goodness of God. Die Güte Gottes. I was preaching in Craig, Colorado. Dann habe ich an einem anderen Ort in Colorado gepredigt. It was so cold. Es war so kalt. It was like 20-something degrees below zero. Es war wirklich Minusgrade. And while I was preaching, und während ich gepredigt habe, it felt like somebody wanted to kill me. Fühlte es, als wollte mich irgendjemand umbringen wollen. Sometimes you get that as a traveling guy. Manchmal bekommt man das, wenn man im Reisedienst ist. You can feel that. Dann kann man das schon anfangen. It's more real than natural things. Es fühlt sich dann echter an als natürliche Dinge. As I was preaching, und während ich predigte, I'm thinking someone wants to kill me. Habe ich mich so wirklich gemerkt, irgendjemand will mich umbringen. But I still kept preaching. Habe weiter gepredigt. And at the end of the service, I had a word of knowledge. Und am Ende des Gottesdienstes hatte ich dann ein Wort der Erkenntnis. I said someone here, you've been shot in the eye. Irgendjemand hier wurde im Auge getroffen, geschossen. And in the old days, which I used to preach here over the years. Und in den früheren Tagen, wo wir gepredigt haben auch. I would call things out and wait for them. Habe ich die Dinge ausgerufen und dann darauf gewartet. And if they wouldn't come down, I'd just sit there and wait for them. Und wenn ich nicht die Leute nach vorne gekommen, habe ich so lange gewartet. But I was in a hurry in that meeting, so I just kept on calling other things out. Aber in dem Treffen war ich wirklich unter Zeitdruck und habe einfach Dinge ausgerufen. And actually forgot about the person that got shot in the eye. Und habe dann vergessen über die Person, die ins Auge geschossen wurde. Finished praying for a bunch of other people. Hab dann weiter gebetet für ein paar andere. Went back to the hotel. Zurück zum Hotel. Went down to the lobby to get some coffee, my bin wife and I. Runtergegangen zum Empfang beim Hotel, da einen Kaffee zu holen. I'm getting a little coffee. Hol mir einen kleinen Kaffee. This guy comes walking in. Da kommt dieser Mann rein. He goes, hey, I was coming to the church service tonight to kill you. Hey, wusstest du, ich war gestern Abend heute Abend zum Gottesdienst gekommen, dich umzubringen. I said, can I get you some coffee? Darf ich dir einen Kaffee anbieten? Do you want cream and sugar? Möchtest du dazu Milch und Zucker? He goes, I'm the guy that got shot in the eye. Ich bin derjenige, der ins Auge geschossen wurde. I was going to come kill you. Ich war hier, dich umzubringen. But this presence came down on me. Aber diese Gegenwart kam auf mich. I got my sight back in my eye. Ich kann wieder sehen in meinem Auge. I called on the name of the Lord. Und ich habe den Namen des Herrn angerufen. So he gets healed and saved. Er wurde geheilt und errettet. When he's coming to kill me. Obwohl gekommen war, mich umzubringen. So what we'll get into about the gifts of the Spirit. Das heißt, was wir uns anschauen werden über die Gaben des Geistes. The number one thing about them. Das Nummer eins darum. They will display God's goodness. Ist, dass sie immer die Güte Gottes zeigen. The goodness of God is made known. Dass die Güte Gottes bekannt gemacht the wird. The mercy of God is made known. Die Barmherzigkeit Gottes bekannt gemacht the wird. The personality of Jesus is made known. Wirklich die Persönlichkeit von Jesus gezeigt he wird. He wants to show people how much he loves them. Und möchte ihnen zeigen, wie sehr sie liebt. So, if you found John there, also wenn du inzwischen Johannes gefunden hast, look at John chapter 7. Lass uns mal ins Kapitel 7 gehen. Verses that you know very well. Und das sind Verse, die ihr wirklich gut kennt. Let's skip down to verse 37. Und wir gehen mal bis Vers 37 runter. In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, "If any man thirst, let him come unto me and drink." An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. So we know we're to go to him. Also wir können sehen, wir sollen zu ihm gehen. And we do something, we drink. Und wir tun etwas, wir trinken. He says in verse 38, dann Vers 38, He that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water.
Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. He said you'd have something in you. Er hat gesagt, du wirst etwas in dir haben. That's alive. Das lebendig ist. Not one river. Nicht nur einen Fluss. Rivers plural. Sondern Flüsse Mehrzahl. He said it would flow out of you. Und es würde aus dir herausfließen. There is a substance we carry. Das heißt, es gibt eine Substanz, die wir mit uns tragen. That is to flow through us. Die durch uns fließen soll. And this Jesus said the next verse. Und dann sagt Jesus hier im nächsten Vers. This spake he of the Spirit. Dies aber sagte er vom Geist. So there should be an outflow of the Holy Spirit in our lives. Das heißt, es sollte wirklich ein Ausfluss stattfinden des Heiligen Geistes. You'll notice the Dead Sea has no outlet. Weißt du, das Tote Meer hat wirklich keinen Ausfluss. That's why it's called the Dead Sea. Deshalb heißt es das Tote Meer. So here Jesus said there'd be something life-giving in you. Das heißt, da ist etwas lebendig gebendes in dir. And it wouldn't stay in you. Aber es würde nicht in dir bleiben. It would go out of you. Nur, sondern es würde aus dir herauskommen. So as we get into the gifts of the Spirit. Das heißt, während wir in die Gaben des Geistes einsteigen. It's this mentality. Es ist diese Mentalität. How do I get the power through me, not just to me? Wie kriege ich die Kraft zu mir, sondern wie kriege ich sie durch mich? We've had 40 or 50 years. Wir hatten 40, 50 Jahre Zeit. Hearing the word, hearing the word, hearing the word. Das Wort hörend, hörend, hörend. We know how to get the power to us. Wir wissen jetzt, wie man die Kraft zu uns kriegt. By using our faith. Indem wir unseren Glauben einsetzen. Well, at some point in our lives, aber irgendeinem Punkt in unserem Leben, we have to turn into a vessel mentality. Müssen wir in eine Gefäßmentalität umwandeln. So here Jesus is saying, also hier sagt Jesus, you're going to get it in you, du kriegst etwas in dir, and then there's going to be an outflow. Und dann wird das aus dir herausfließen. We'll talk about these rivers today. Und wir werden auch über diese Flüsse heute sprechen. You got power rivers. Wirklich Kraftflüsse. You got revelation rivers. Offenbarungsflüsse. You got vocal rivers. Du hast diese Sprachgabenflüsse. Activities of the Holy Ghost. Aktivitäten des Heiligen Geistes. You know what, the second coming of Jesus. Weißt du, die zweite Wiederkunft des Herrn. He's going to come right back down on the Mount of Olives. Dann kommt er auf diesen Mount Olives, den Olivenberg. And the Bible says the water from the Dead Sea will go right by the throne. Und dann wird das Wasser vom Toten Meer beim Thron vorbeifließen. It gets near Jesus. Und es wird nahe Jesus kommen. And he has so much life in him. Und es wird so viel Leben in ihm sein. That it quickens that water. Dass dieses Wasser lebendig wird. It makes alive that water. Dass dieses Wasser lebendig wird. It just gets near him. Es wird nur nahe an ihn kommen. And it goes out and heals all the waters in the earth. Und es wird die ganzen Flüsse der Erde heilen. What's wonderful is Jesus is not near you today. Weißt du, Jesus ist nahe dir. He's in you. Nicht nur nahe dir heute, sondern er ist in dir. So the purposes of these classes. Das heißt, der Grund für diese ganzen Klassen. How do I get what's in me? Wie kriege ich das, was jetzt in mir ist? To flow through me, not just to me. Durch mich fließt, nicht nur zu mir. So it's a vessel mentality. Das heißt, diese Gefäßmentalität. The equipment that you got at school. Das heißt, die Ausrüstung, die du in der Schule bekommst. Message after message after message. Botschaft nach Botschaft nach Botschaft. There's an impartation. Da ist wirklich eine, da wird in dich etwas hineingelegt. Of the glory of God. Der Herrlichkeit Gottes. The power of God. Der Kraft Gottes. The thought patterns of God. Weißt du, die Gedankenmuster Gottes. We think different than everyone else does. Weißt du, wir denken anders als die anderen. Remember in the old covenant, Elisha. Weißt du, der alte Bund mit Elia. Had done almost double of what Elijah did. Und hat fast mehr gemacht als was Deutsch Elisa, also Elia hatte, also Elisa hat fast doppelt so viel gemacht wie Elia. He was one miracle shy of Elijah. Er war nur ein Wunder kurz von Elia. And he's dead in his grave. Und der war ja tot in seinem Grab schon. And they threw that army man into that grave. Und dann wurde dieser Soldat auf der Flucht in sein Grab reingeworfen. And all of a sudden he's raised from the dead. Auf einmal wird er von den Toten auferweckt. That must have been pretty crazy for the rest of the guys. War wahrscheinlich für den Rest seiner Truppe ganz schön komisch. They look back and this guy's running toward them. Und du guckst hinter dir, auf einmal läuft der hinter dir her. Wait a minute, something's up. Ey, was ist hier los? So he's raised from the dead. Das heißt, er von den Toten auferweckt. That was through absorption. Und das war wirklich nur durch Berührung, durch Aufziehen. The presence of God was absorbed in his bones. Das heißt, die Gegenwart Gottes ist in seinen Körper übergegangen. You don't have absorption today. Weißt du, du tust hier heute nicht nur etwas aufziehen, aufnehmen. He's in you. Sondern er lebt wirklich in dir. You have something far greater. Hast etwas noch Größeres. Than what Elisha had. Als was der Elisa hatte. It's not just near you. Es ist nicht nur nah an dir. It's in you. Sondern in dir. Jesus said, if it's in you. Also Jesus hat gesagt, wenn es in dir ist. The thought pattern is for it to flow out. Dann ist der Gedankenmuster dahinter steckt, dass es aus dir herausfließt. So let's go look at it. Lass uns das mal anschauen. Grab your Bibles there. Und nimm mal deine Bibel. Go to 1 Corinthians 12. 1. Korinther 12. And we'll see where Paul here. Und wir sehen dann, wo Paulus
gives us a classic chapter, uns ein wirklich ein klassisches Kapitel aufzeigt, on the manifestations of the Holy Ghost, der Manifestation des Heiligen Geistes. So go here to 1 Corinthians 12, also 1. Korinther 12, and we'll start with verse 1. Wir fangen mal in Vers 1 an. He says, now concerning spiritual gifts, brethren, I not have you ignorant or misinformed. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Now notice who he's writing to. Guck mal, an wen schreibt er denn hier? The church at Corinth. Und zwar an der Gemeinde in Korinth. Not to apostles and prophets. Nicht an die Apostel und Propheten. Not to teachers. Nicht zu Lehrern. But the church. Sondern zur Gemeinde. And to the church at Corinth. Und zur Gemeinde in Korinth. He said, don't be misinformed about the moving of the Holy Spirit. Und er sagt ihnen, seid nicht, habt nicht eine falsche Information oder seid nicht ohne Kenntnis über die Wirkung des Geistes. Why would that be a big deal to God? Warum wäre, ist das so wichtig für Gott? If we don't understand how he operates, weil wenn wir nicht verstehen, wie er wirkt, we have a tendency to draw back a little. Dann haben wir mal die Tendenz, dass wir uns zurückziehen. In other words, we'll let the apostle do that. Lassen wir mal den Apostel das machen. We'll let the evangelist do that. Die Evangelisten das machen. But that's not for me. Aber das ist nicht für mich. The whole purpose of this chapter, das ganze Zweck für dieses Kapitel, is whatever part you are in the body of Christ, was immer du Teil du bist im Leib Christi, you have the same responsibility on you, du hast die gleiche Verantwortung auf dir, as all these other parts, wie all die anderen Teile. He's going to get very detailed. Und wird ganz detailliert. But the first thing he says, don't be misinformed. Das erste sagt aber, seid nicht ohne Kenntnis oder falsche Kenntnis. I looked up that word spiritual. Ich habe dieses Wort geistlich hier angeschaut. Probably in your Bible the word gifts there is in italics. Wahrscheinlich ist das Wort Gaben sogar mit einer Klammer gesetzt. So the word spiritual gifts isn't even in that chapter. Das heißt, in diesem Kapitel ist nicht mal das wirklich dieses Wort zusammengesetzt, geistliche Gaben. The Holy Spirit calls the moving of these rivers, sondern der Heilige Geist nennt diese Strömungen sein, also diese Strömung seiner Flüsse, manifestations of the Holy Ghost. Er nennt es Wirkung oder Manifestationen des Heiligen Geistes. But I looked up that word spiritual. Ich habe dieses Wort geistlich hier im Vers 1 angeschaut. In the W. Vines. Und in dieser W. Vines. And this is the definition. Und das ist die Definition. Some of the appointed activities of the Holy Ghost in the church. Einige der angezeigten Aktivitäten des Heiligen Geistes in der Gemeinde. So we know he's our teacher. Das heißt, wir wissen, er ist unser Lehrer. He's our standby. Wir wissen, er ist unser Beistand. He's our guide. Er führt uns. He's our paraclete. Er ist unser Paraklet. But he also has some activities. Aber er hat auch ein paar Aktivitäten. So he's going to list these activities in this chapter. Das heißt, in diesem Kapitel zeigt er uns seine Aktivitäten auf. The number one reason for the activities are, die Grund Nummer eins für seine Aktivitäten sind, harvesting tools. Und zwar sind das Erntewerkzeuge. Know your equipment for harvest. Und es ist wichtig zu wissen, was dein Werkzeug für die Ernte ist. I like it that the Lord called them activities. Und ich finde das toll, dass der Herr sie genannt hat Aktivitäten. That's why it's called the Book of Acts. Und deshalb heißt es auch die Apostelgeschichte. He was very active in the Book of Acts. Oder das Handeln des Heiligen Geistes durch die Apostel. So here he says, don't be misinformed. Und hier sagt er, sei nicht ohne Kenntnis. Just like in the military. Genauso wie im Militär. If you're going to join the military. Wenn du ins Militär gehst. They don't just go, here's your tank. Die sagen nicht, hier ist ein Panzer. No, they start you out with a pistol. Nein, die fangen an mit einer Pistole. Start you out with a rifle. Mit einem Gewehr. Maybe you work your way up to a tank. Und dann darfst du dich hocharbeiten zum Panzer. Maybe you work your way up to some surface-to-air missiles. Vielleicht Boden-Luft-Raketen. But the number one thing about this is, aber die Nummer eins davon ist, we learn how he operates. Wir lernen, wie er wirkt. So that any given time, also zu jeder Zeit, we can have heaven flow through us. Kann der Himmel durch uns fließen. I guarantee you, the Holy Ghost is trying to use all of us all the time. Und ich garantiere dich, der Heilige Geist versucht die ganze Zeit jeden von uns irgendwie zu benutzen. It's either a lack of awareness. Entweder sind wir uns seiner Gegenwart nicht bewusst. Or not understanding how he operates. Oder nicht verstehen, wie er wirkt. Or just being wrapped up in ourselves. Oder wir sind einfach so selbstsüchtig mit uns beschäftigt in unserem eigenen Leben. As we get into all these manifestations. Das heißt, wenn wir in die ganzen Wirkungen hineingehen. The number one thought pattern will be. Nummer eins Gedankenmuster. Unselfishness. Ist, dass wir nicht mehr länger selbstsüchtig sind. Dass wir uns Gedanken machen drüber. Thinking for others. Über andere Menschen. Notice how much of a response I got. War sehr begeisternde
People are so excited about being thoughtful. Begeistern eine Menge hier darüber, dass man für andere denkt. So excited about not being selfish. Dass man nicht mehr so begeistert, dass man nicht mehr selbstsüchtig ist. No, the voice of the Holy Ghost. Aber die Stimme des Heiligen Geistes is always going to lead you to be a blessing. Wird immer dich führen, dass du ein Segen bist für jemand anderen. So he's thinking that when he's saying, "Don't be misinformed about these activities." Und das Ganze kommt ja also heraus, während er sagt, sei nicht ohne Kenntnis über die Wirkungen. Because getting the power to us, weil die Kraft zu uns zu kriegen, is good. Ist gut. Remember John 15? Johannes 15. If you abide in me and my words abide in you, wenn ihr mir bleibt und meine Worte in euch, you'll ask what you will and it shall be done unto you. Da wirst du mich bitten, was du willst, und es wird euch getan werden. And thank God we had to learn that. Und Gott sei Dank durften wir das lernen. But we're a part of a thread. Aber wir sind Teil wie von diesem Faden. The place where Michelle and I heard Kenneth Hagin in 1970. Der Ort, wo Michelle und ich Kenneth Hagin gehört haben 1970. I just preached in that church about a month ago. Vor einem Monat habe ich gerade in dieser Gemeinde wieder gepredigt. It's where the Voice of Healing started. Und das ist, wo diese Magazin Voice of Healing, Stimme der Heilung, begonnen hat. That was a magazine that featured all the evangelists in the 50s in the healing revival. Und in diesem Magazin waren immer dargestellt Geschichten von den ganzen Heilungsevangelisten der 50er Jahre. Radical demonstrations of the Holy Ghost. Da waren radikale wirklich Wirkungen des Heiligen Geistes. We'll get into some of that in these classes. Und da werden wir auch in dieser Klassen uns einige Dinge anschauen. I mean, A.A. Allen had so many wild miracles. Also A.A. Allen zum Beispiel hatte so viele wirklich erstaunliche Wunder. Had a baby one time in Birmingham, Alabama. Ein Baby einmal in Birmingham, Alabama. Had no arms, no legs. Keine Arme, keine Beine. Completely deformed. Komplett entstellt. And A. Allen was preaching in Birmingham. Und A. Allen hat da gepredigt in Birmingham. And the lady had brought this baby. Und diese Frau brachte das Baby. And the baby was completely made whole. Und das Baby wurde komplett wiederhergestellt. Brother Schambach said, "I normally close my eyes when I pray." Bruder Schambach hat gesagt, normalerweise schließe ich meine Augen, wenn ich bete. But he said, "I'm not going to miss this miracle." Aber dieses Wunder werde ich jetzt nicht verpassen. And the baby was remade right in front of him. Und das Baby wurde wirklich komplett hergestellt vor den Augen. Brand new legs. Neue Beine. Brand new arms. Neue Arme. Brand new eyes. Neue Augen. It didn't even have a nose. Es hatte nicht mal eine Nase. Had a little hole right there. Sondern da war ein Loch. And the baby's recreated. Und das Baby wurde wiederhergestellt. Well, in the 50s, in den 50ern, in those magazines, in diesen Magazinen, they called themselves, haben sich selbst genannt, a publication, eine Publikation, of end time, der Endzeit, / sign gift ministries, Endzeitdienstes. So they called themselves gift ministries. Das heißt, sie haben sich sozusagen Gabendienst genannt. Along with signs. Mit Zeichen. So we've learned how to get the power to us. Das heißt, wir haben gelernt, wie kriegen wir die Kraft zu uns. They had that thought pattern, how to get it through them. Und die hatten schon diesen Gedankenmuster, wie kriege ich die Kraft durch mich. That was about a 10-year period. Das war ungefähr 10 Jahre gedauert. But it literally reestablished healing in the body of Christ. Und das hat wirklich wieder etabliert im Leib Christi Heilung. I mean, people that weren't even famous had so many miracles. It's crazy. Selbst die nicht bekannt waren, hatten wirklich Wunder und Heilungen ohne Ende. In Tulsa, Oklahoma. In Tulsa, Oklahoma. Raymond T. Ritchie. Raymond T. Ritchie. Not even a famous evangelist. Nicht mal ein ganz bekannter Evangelist. Had so many miracles. Hatte so viele Wunder. They had to haul away the wheelchairs in flatbed trucks. Dass sie wirklich auf diesen Trucks hinten aufgeladen die ganzen Rollstühle wegtransportieren mussten. When's the last meeting you went to? Was war das letzte Treffen, in dem du warst? And they had to pull a truck up to haul away wheelchairs. Und die mussten die ganzen Umzugsfirmen bestellen, um die ganzen Rollstühle wieder abzutransportieren. So this was a group of people. Das heißt, es war eine Gruppe von Menschen, that were well versed in the moving of the Holy Spirit. Die wirklich gelernt haben, wie wirkt man mit dem Heiligen Geist zusammen. They didn't know the word that well. Sie kannten das Wort nicht so gut. In fact, every one of you in this room knows the word better than they did. Also Fakt ist tatsächlich, jeder in diesem Raum kennt das Wort besser als sie es kannten. But they had a yieldedness to the Holy Ghost. Aber sie haben sich dem Heiligen Geist hingegeben. The Lord wanted to get it through you, not just to you. Der Heilige Geist wird es durch dich bekommen, nicht nur zu dir. So let's go down a little bit. Let's read a little bit more. Lass uns mal ein bisschen weiterlesen. You know that you were Gentiles carried away unto these dumb idols, even as you were led. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja, fortgerissen wurdet. So they were carried away. Hier steht, sie wurden fortgerissen. By idols that could not speak. Hingezogen und fortgerissen von
Götzenbildern, die nicht sprechen konnten. See, you are the temple of God right now. Du bist jetzt der Tempel Gottes. And God wants to use you as a voice. Und Gott möchte dich als eine Stimme gebrauchen. So you can get people to be carried away with you. Damit sie mit dir fortgerissen werden. That's why he said, learn the moving of the Spirit. Deshalb sagt er, lerne das Wirken des Geistes. If they were carried away by dumb idols, das heißt, wenn sie durch stumme Götzenbilder fortgerissen worden sind. How much more you could be a mouthpiece for God. Wie viel mehr kannst du wirklich eine Stimme sein für Gott? And it could move people. Und es kann Menschen bewegen. He goes a little more. Dann geht er ein bisschen weiter. Wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calls Jesus a curse, that no man can say that Jesus is Lord, but by the Holy Ghost. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus, und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. He's just saying basically the Holy Spirit. Und er sagt ja eigentlich, der Heilige Geist is going to always bear witness to Jesus being Lord. Wird immer bezeugen, dass Jesus Herr ist. So he says, don't be misinformed about the moving of the Spirit. Das heißt, sei nicht unwissend über die Geisteswirkungen. Know the activities of the Holy Ghost. Kenne die Aktivitäten des Heiligen Geistes. Two things God said, don't be misinformed about. Zwei Dinge, die wir nicht falsch verstehen sollen oder falsche Kenntnis haben sollen. In the New Testament, two things. Zwei Dinge im Neuen Testament. Gifts of the Spirit. Gaben des Geistes. And the coming of the Lord. Und das Wiederkommen des Herrn. Why? Warum? Right before the coming of the Lord. Warum? Weil gerade vor der Wiederkunft des Herrn. The church will have an outflow mentality. Wird die Gemeinde wieder diesen Ausflussmentalität da haben. So let's go through a few more. Lass uns mal ein paar mehr anschauen hier. Go down to verse 4. Vers 4. There are diversities of gifts, but it's the same Spirit. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. There are differences of administrations, but it's the same Lord. Aber derselbe Geist, und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr. There are diversities of operations, but it's the same God which works all in all. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. I like verse 7, it's really cool. Und ich mag Vers 7 richtig cool. He said, but the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben aller. So what's in you, das heißt, was in dir ist, that word there, manifestation, dieses Wort Offenbarung oder Manifestation, means radiation. Bedeutet auch wirklich ein Ausstrahlen. He's gonna radiate through you. Das heißt, er wird durch dich strahlen. That's why the devil hates for you to understand the gifts of the Spirit. Deshalb hasst es der Teufel, wenn du verstehst die Gaben des Geistes. Because that was Lucifer's original job. Weil das war sein Hauptaufgabe original als Lucifer. We know he was the anointed cherub that covered. Er war der gesalbte Erzengel. And that radiation of God would flow through his body. Und diese Strahlung Gottes würde durch seinen Körper gehen. The Bible said he had all those stones and that stuff on him. Die Bibel sagt, er hatte all diese Steine und all diese Dinge auf sich. That radiation coming through all those stones. Und diese Strahlung des Herrn, die durch diese ganzen Steine durchging. It must have been amazing to look at. Das war wahrscheinlich erstaunlich anzuschauen auch. So the devil doesn't mind God living in you. Das heißt, den Teufel stört nicht so sehr, dass Gott jetzt in dir lebt. Doesn't want it radiating out. Aber er möchte nicht, dass es aus dir herausstrahlt jetzt. When we learn about the moving of the Holy Ghost, wenn wir lernen über die Wirkung des Geistes, we learn a yielded mentality, wir lernen dieses Hingegebensein, that at any given moment he can radiate through us. Dass er auch zu jedem Augenblick durch uns strahlen darf. Notice who it's given to. Guck mal, wem das gegeben wurde. Every man. Hier steht jedem. Did he say every prophet? Steht jeder Prophet dort? No. Nein. You say every apostle? Jeder Apostel? No. Nein. Every man. Jedem. So he gets real clear in this chapter. Das heißt, er wird ganz klar in diesem Kapitel about using everybody. Dass er jeden dazu gebrauchen möchte. Now he's going to break them down here for a moment. Jetzt tut er die für uns einmal runterbrechen. For the ones given by the Spirit the word of wisdom. Denn einem wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. And to another the word of knowledge by einem the same Spirit. Anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Notice how he divides it up to one and to another. Und er fängt es an aufzuteilen von einem nach dem anderen. He wants to use the entire body. Und er möchte aber den ganzen Leib benutzen. And then he says, then to another faith or special faith by the same Spirit, and to another the gifts of healings by the same Spirit. Einem anderen aber Glauben in denselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in den einem Geist. I like this. Ich mag das. He's making it real clear for us. Er macht es richtig klar für uns. He basically breaks it down. Er tut es wirklich runterbrechen für uns. You have three revelation gifts. Drei Offenbarungsgaben. Word of knowledge. Wort der Erkenntnis. Word of wisdom. Wort der Weisheit. Discerning of spirits. Und Unterscheidung von Geistern. What do they do? Was tun sie? They reveal something. Sie tun uns etwas offenbaren, aufzeigen. Then you have three power gifts. Und dann hast du diese drei Machtgaben oder Kraftgaben. Working of miracles. Wirkung, Wunderwirkungen.
Gifts of healings, Gaben der Heilungen and special faith. Und besonderen Glauben. What do the power gifts do? Was tun diese Kraft- oder Machtgaben? They demonstrate something. Sie demonstrieren etwas. What do they demonstrate? Was demonstrieren sie? That death could not hold him down. Dass der Tod ihn nicht niederhalten konnte. Then you got the vocal gifts. Dann hast du die Sprachgaben. What do the vocal gifts do? Was tun die Sprachgaben? They say something. Sie sagen etwas. You got prophecy. Du hast Weissagung. Tongues interpretation. Zungen und Auslegung. And diverse kinds of tongues. Und verschiedene Arten von Zungen. Let's look at this one verse, then we'll have our break. Und lass uns noch diesen Vers anschauen, dann werden wir unsere Pause haben. Verse 11. Vers 11. But all these worketh. Dies alles aber wirkt. They don't fail. Das heißt, sie tun nicht versagen. They work. Sie wirken, sie funktionieren. When the Holy Spirit manifests, wenn der Heilige Geist sich manifestiert, Jesus is glorified. Dann wird Jesus verherrlicht. They work. Das funktioniert. All these worketh that one and self-same Spirit, dividing to every man severally as he wills. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er es will. He's real clear about these gifts of the Spirit being in operation. Also er ist ganz schön klar über wie diese Wirkungen des Geistes sind. They're at the Spirit's will. Wie ist wie der Heilige Geist es will. We can't control him. Wir können ihn nicht kontrollieren. We can't make him manifest. Wir können ihn nicht dazu zwingen, sich zu manifestieren. We can go the other way. Wir können aber den anderen Weg gehen. And learn so much of how he manifests. Und lernen so viel lernen darüber, wie er sie wirkt und manifestiert. That we put our lives in a position. Dass wir unser Leben auf einen Punkt hinbringen. That at any given moment. Dass zu jedem Augenblick any one of the nine gifts can manifest. Eine der neun Gaben durch uns fließen kann. So the thought pattern is, das heißt, das Gedankenmuster ist, we don't manipulate him, wir tun ihn nicht manipulieren, we learn to cooperate, sondern with wir lernen, him. Mit ihm zusammenzuwirken. And we'll get into more of that in the next session. Und das werden wir in der nächsten Stunde uns mehr anschauen. There's something about hearing about how he operates. Das heißt, da ist etwas darüber zu lernen, wie er wirkt. It automatically starts making it operate in your life. Und das macht es bringt automatisch anzufangen die Wirkung in deinem Leben. Listen to this. Hör mal gut zu. Kenneth Hagin kept going to these different churches. Also Kenneth Hagin ging diese verschiedenen Gemeinden. And they said we're fasting to see the gifts of the Spirit. Und sie sagen, wir fasten um die Gaben des Geistes zu sehen. We're praying to see the gifts in operation. Wir beten, dass diese Wirkungen manifestieren. Brother Hagin said, how often do you teach on it? Und dann hat Bruder Hagin gefragt, wie oft lehrt ihr denn darüber? They said, well, we don't really teach on it. Wir tun da nicht wirklich drüber lehren. He said, if you teach and preach on it, er sagt, wenn du darüber lehrst und predigst, that's what you'll have. Dann wirst du das auch haben. So as we talk about these things of the Holy Ghost, über diese Dinge des Heiligen Geistes sprechen, it ignites something in our spirits. Dann wird es ein Fach in unserem Geist, so that we're aware of how he manifests. Dass wir anfangen wirklich zu sehen und gegenwärtig zu haben, wie er wirkt. Because the more aware you are of it, umso mehr du dessen bewusst dir bist, the more you have the thought pattern to be a vessel. Umso mehr werden deine Gedanken sich ändern dorthin, dass du ein Gefäß für ihn wirst. I remember a church I was preaching in Corbin, Kentucky. Ich erinnere mich an eine andere Gemeinde in Kentucky. It's the headquarters of Kentucky Fried Chicken. Und zwar in der Stadt, da wo das Hauptquartier von Kentucky Fried Chicken ist. It's this little bitty town. Eine ganz kleine Stadt. And the pastor is a good friend of mine. Und der Pastor dort ist ein guter Freund von mir. He was kind of discouraged or whatever, you know. War ein bisschen entmutigt. And I said, you know what? Also ich sagte, weißt du was? A man started Kentucky Fried Chicken in your town. Weißt du, in deiner Stadt hat jemand Kentucky Fried Chicken begonnen. You can go all over the world and find a Kentucky Fried Chicken. Und du kannst jetzt auf die ganze Welt gehen und Kentucky Fried Chicken finden. But I was preaching there last year. Und ich habe da letztes Jahr gepredigt. He just told me this last week. Er hat mir letzte Woche das gesagt. He said I had a word of knowledge about palsy. Und ich hatte eine Wort der Erkenntnis über Lähmung. He had just started this church. There was only about 30 people there. Und hatte seine Gemeinde begonnen und es waren nur so 30 Leute dort. I had a word of knowledge that someone had palsy. Und ich hatte dann ein Wort der Erkenntnis, dass jemand Lähmung hatte, Lähmungserscheinungen. No one came down. Keiner ist gekommen. I waited for a while. Ich habe eine Weile gewartet. I said, whoever you are, you're healed. Wer immer, ich habe gesagt, wer immer du bist jetzt geheilt. He told me this last week. Und hat mir dann letzte Woche dieses gesagt. There was a lady there that had never been in these kind of services like Holy Ghost services. Und da war eine Frau dort, die noch nie in einem Treffen oder Veranstaltung war, wo der Heilige Geist gewirkt hat, so. She'd been diagnosed with Bell's palsy. Und sie hat eine Diagnose bekommen über eine Lähmungserscheinung. This presence came down on her when I called that out. Und dann kam diese Gegenwart auf sie, während ich das ausgesprochen habe. She didn't even know what it was. Und sie wusste nicht mal, was das war. And her friend that was with her, und ihre Freundin, die noch dabei war, said, what is that that just came on you? Sie gesagt, was ist das gerade, das auf dich gekommen ist, diese Gegenwart? They found out later it was the Holy Spirit. Und später haben sie herausgefunden, das war der Heilige Geist. She went back to the doctor. Zurück zum Arzt gegangen, doesn't have palsy anymore. Hat keine Lähmungserscheinungen mehr. So that church is so cool. Das heißt, die Gemeinde ist so cool, that they have all these new people. Die haben all diese neuen Leute dann.
Right after that time I was there, und nachdem ich da gewesen war, I started having words of knowledge. Hatte ich auf einmal Worte der Erkenntnisse. I said, there's someone here with cancer of your prostate. Jemand, der Krebs hat in den Hoden. No one came down. Keiner ist gekommen. I said, all right, I'll show you who it is, this man right here. Und er gesagt, ich weiß, wer es ist, der Mann genau da. He goes, that's right, I just got diagnosed with cancer of the prostate. Ja, das bin ich, ich wurde damit gerade Diagnose gestellt. So I had about 15 words of knowledge. Das heißt, ich hatte nur 15 Worte der Erkenntnis. Went out and found each person. Bin rausgegangen, habe jede Person gefunden. Because none of them would come down. Weil keiner von denen nach vorne gekommen ist. The pastor said after the service. Der Pastor hat gesagt, nach dem Gottesdienst. Every single one of them were visitors. Jeder einzelne von diesen Personen waren Besucher. So you see the gifts of the Spirit. Du siehst also, wie die Wirkungen des Geistes reaching out to people, Menschen versucht zu erreichen, and the Holy Ghost showing them, und der Heilige Geist ihnen zeigt, Jesus loves them. Jesus liebt dich. Jesus loves them. Jesus liebt sie. Jesus loves them. Jesus liebt sie. So we get well acquainted with this. Das heißt, wenn wir uns damit wirklich gut befassen und erkennen lernen, when we see His mercy and His kindness and His love, seine Barmherzigkeit, seine Güte und seine Liebe sehen, it puts our heart in a position, dann tut es unser Herz in eine Position bringen, to see how much He wants to manifest. Wie sehr er sich manifestieren möchte. That he's laboring to shine forth through, dass er wirklich daran arbeitet, durch dich sich zu strahlen und sich zu zeigen. He wants to radiate through you more than you want him to radiate. Er möchte wirklich mehr durch dich durch herausstrahlen, als du es möchtest eigentlich selbst. Hallelujah. Amen. Amen. Okay, we'll have a break for a few minutes. Wir machen ein paar Minuten Pause. 15 minutes. 15 Minuten Pause. We'll come right back in. Und dann machen wir hier weiter. Amen. Thank you for coming. Danke.